Heute bei uns in 10 vor 8 auf Express TV, auf Express.at. Politikexperte Dr. Ralf Schöllhammer von der Webster University. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Wir haben ja einen ganz brisanten aktuellen Fall, nämlich wie wir jetzt mit unserer Gasversorgung weitergehen. Und gleich die Frage an Sie, haben wir nächste Woche noch eine Gaslieferung aus Russland? Ich glaube schon. Also da diese Besorgnis kann ich zerstreuen. Also so schnell werden die Gaslieferungen nicht eingestellt werden. Es ist auch das, was jetzt viel durch die Medien läuft bezüglich der Abrechnung in Rubel und nicht mehr in Euro. Das ist ja ein bisschen komplexer. Also es wird ja immer noch gekauft in Euro und dann die Gazprombank muss das dann umwechseln in Rubel. Also es ist ein bisschen auch propagandistisch, ein geschickter Schachzug von Putin, weil er kann es zur Bevölkerung sagen, na, da seht ihr, ich mache Bedingungen und die Welt knickt von meinen Bedingungen ein. Also das ist aus der Hinsicht propagandistisch. Statistisch nicht ungeschickt, aber es werden die Gaslieferungen, so wie es momentan aussieht, weiter erfolgen. Aber natürlich, was sich schon zeigt ist, und ich hoffe, dass wir über das noch im Detail sprechen können, wir stehen von den Scherben einer völlig verkehrten Energiepolitik. Und ich habe das Gefühl, dass die Einsicht, das, was man hier in den letzten 20, 30 Jahren gemacht hat, eigentlich völlig falsch war, wirtschaftlich, aber auch geopolitisch, dass die noch nicht wirklich sich durchgesetzt hat. Jetzt als gelernter Österreicher weiß man aber, wenn sich da Veränderungen anbahnen mit Gaslieferungen, auch wahrscheinlich werden die Verträge dann auch irgendwann einmal geändert werden müssen, auch wenn man jetzt von Seiten der OMV und von der österreichischen Bundesregierung sagt, was liegt, das biegt. Ich glaube, das wird dann im Endeffekt Herr Putin mehr entscheiden, weil er ja das Gas liefert. Also als gelernter Österreicher weiß man, das wird ja dann immer ein bisschen teurer. Nee, es wird vor allem ein bisschen teurer und vor allem muss man sich auch einmal vorbereiten auf diese Umstände und das passiert ja bei uns nicht. Wir haben das ja in den letzten Wochen gesehen, die Gasvorräte sind ja erschütternd niedrig. Also ich glaube, es sind ungefähr bei 12%. 12,87%. In der Größenordnung, ja. In Deutschland sind es ein bisschen über 20%, ja. Was ja in geopolitisch stürmischen Zeiten schon für sich eigentlich ein Desaster ist. Aber ich glaube, es kommt ein anderer Punkt dazu. Wir haben oft die Debatte, die ich ein bisschen verkehrt finde, zwischen zum Beispiel fossile Brennstoffe oder alternative Energieformen. Ich glaube, die richtige Antwort wäre, und ich würde mir wünschen, dass man mehr über das denkt in dieser Art und Weise, wäre ja beides. Hm. Es gibt eigentlich, und ich glaube, muss man schon mal offen so sagen, es gibt eigentlich nichts Unsozialeres als wie hohe Energiepreise. Weil da geht es ja nicht nur um den Preis des Stroms aus der Steckdose oder was die Heizung und das Duschen kostet. Es ist ja fürs verarbeitende Gewerbe, die Energiepreise sind auch höher. Das bedeutet, die geben diese Kosten ja weiter an den Konsumenten. Natürlich. Das heißt, alles ist dann teurer. Jede Bäckerei, die höhere Energiepreise hat bei ihrem Backofen und auch natürlich auch bei der Zustellung mit ihren Lieferwegen, wird das im Endeffekt bei der Filiale über den Brotpreis, über jedes Weckerl weitergeben. Dann haben wir noch einen zweiten Fall, die Stahlindustrie. Also da geht es ja um sehr, sehr viele Jobs, um tausende Jobs hier in Österreich. Die Autozulieferindustrie, die großen Betriebe, die jetzt schon Kurzarbeit haben. Da geht es ja um Jobs und dann natürlich um eine Wirtschaftsbilanz in Österreich, die dann auch dramatisch einsinken wird. Ne? So ist es. Und dabei wäre ja gerade jetzt eine Riesenchance auch für Österreich da. Weil was wir jetzt sehen, mit dieser Zweiteilung der Welt wieder in zwei oder vielleicht drei größere Wirtschaftsblöcke, den chinesisch-russischen, zumindest jetzt mal in der mittelfristigen Zukunft, und den amerikanisch-europäischen mit Japan und Australien, also den westlichen, wenn wir so wollen. Das heißt, was in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren passiert wird, ist, man wird Produktion aus Asien zurückholen, einfach aus sicherheitspolitischen Gründen. Aber da wäre wieder für ein Land wie Österreich die Chance. Weil man sagt, okay, was das bedeutet ist, die Arbeitskosten sind auf jeden Fall höher in Österreich und den Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass die Güterpreise dann, wenn etwas nicht mehr in China produziert wird, werden ansteigen. Aber man könnte dem natürlich gegenwirken, indem man zum Beispiel sagt, wir werden bei uns einfach durch Energieproduktion die Energiepreise so weit nach unten drücken, dass eigentlich die Lebenserhaltungskosten für die Menschen zwar leicht ansteigen werden, aber vielleicht nicht katastrophal. Und das haben wir wieder bei dem Punkt. Natürlich brauchen wir alternative Energien. Absolut. Photovoltaik, Windenergie, Gezeitenkraftwerken, all das auf jeden Fall, aber gleichzeitig braucht es auch andere Energieformen. Das haben wir wieder beim Musterbeispiel Nuklear. Ich finde, man sollte schon in Österreich zumindest ergebnisoffen diskutieren, ob man nicht vielleicht ein Kernkraftwerk bauen sollte. Das ist ja eigentlich schon ketzerisch, wenn man in Österreich nur über ein Atomkraftwerk nachdenkt. Und andererseits, nur um die Dimensionen hier mal auch vor den Zusehern hier klarzulegen, was derzeit nötig wäre, um die Energiemasse, die wir derzeit mit dem Gas aus Russland bekommen, zu ersetzen, wäre nur für das würden 140 Donaukraftwerke gebaut werden müssen. Muss man sich mal vorstellen, 140, nicht 14,
140, damit man diese Energie dann umsetzen könnte und damit auch ersetzen könnte. Also das sind schon Dimensionen, da hast du ja langfristig, wir haben auch nicht lang 140 Kraftwerke bauen, wir werden auch nicht 8000 Windkraftanlagen bauen und eine 350 Quadratkilometer mit Solarenergie zu pflastern. Also da müsste man schon ein bisschen was anderes einfallen lassen. Frankreich geht ja diesen Schritt und baut neue Atomkraftwerke. Ja. Sie haben völlig recht und das zeigt sich da ein bisschen eine westliche Arroganz in dem, was Sie gerade aufgezählt haben, das ist ja ganz wichtig. Dass wir wissen, historisch gesehen, wenn man das vergleicht, Wirtschaftswachstum und Wohlstand, das geht immer einher mit einem Anstieg in der Verfügbarkeit von Energie und in dem Abnehmen von Energiekosten. Es ist in der modernen, industrialisierten Ökonomie, ist die Energie der Schlüssel. Aber was die EU und auch die USA, was wir in der Vergangenheit oft gemacht haben, auch im nicht-europäischen, nicht-westlichen Raum, zum Beispiel in Afrika, zum Beispiel in Lateinamerika, man ist da immer hingegangen und hat gesagt, naja, wir wollen euch schon wirtschaftlich unterstützen, aber dafür dürft ihr nur nachhaltige, saubere, alternative Energieformen benutzen, was für die natürlich eine Katastrophe ist, weil die brauchen billige Energie, verlässliche Energie und verfügbare Energie. Und das ist auch das, nächste ketzerische Aussage, und das sind momentan einfach entweder fossile Brennstoffe oder die Kernenergie. Großer Fan der Photovoltaik, großer Fan der Windenergie, aber wenn kein Wind bläst und keine Sonne scheint, dann gibt es auch keine Energie. Die Speicheranlagen in Europa, diese großen Speicherwerke, also Lithium-Ionen, nicht Speicherkraftwerke im Sinne von Wasserkraft, die können nicht viel Energie halten, also das funktioniert nicht. Und was da jetzt eben passiert, weil das ist ja das Problem an dem Ganzen, was passiert ist, die orientieren sich jetzt um an potenzielle Partner, die nicht ständig mit diesen Anforderungen kommen. Das sind eben dann China, das sind Russland, das sind Indien, weil eben zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo sagt, wir müssen bei uns die Wirtschaft auf Vordermann bringen, da brauchen wir Energie und keine und uns nicht moralische Leviten lesen lassen vom Westen. Da gibt es den sehr berühmten Ausspruch, hat kürzlich ein Außenpolitiker von Kenia gemacht, der hat gesagt, naja, wenn die Chinesen kommen, dann bringen sie uns ein Kraftwerk und wenn die Europäer kommen, bringen sie uns einen moralischen Vortrag. Also kann man so ungefähr denken, was denen lieber ist. Gutes Stichwort. Wie lange können wir uns moralisch saubere Energiegewinnung noch in Österreich leisten? Es geht ja da, so wie Sie schon richtig gesagt haben, auch um Schichten, um breite Bevölkerungsschichten, die massiv von diesen Teuerungswellen betroffen sind, wo es dann auch zu Delogierungen kommt, wo es auch zu Verschuldungen kommt, weil die Stromrechnungen, weil die Gasrechnungen nicht mehr zu bezahlen sind. Also wie lange können wir uns das noch leisten? Ich bin sehr froh, dass Sie das sagen, weil das ist was, da muss ich mir emotional fast zurückhalten, weil es macht mich schon sehr wütend, genau was Sie angesprochen haben. Diejenigen, die gerne sagen, wie Sie richtig sagen, naja, dann muss die Energie halt mehr kosten, eben wegen den Lenkungseffekten. Oder kürzlich hat auch ein deutscher Ökonom gesagt, der Energie war jahrelang zu billig. Naja, das ist leicht zu sagen, wenn man ein 6-7-stelliges Jahreseinkommen hat. Aber genau. Das Durchschnittseinkommen in Österreich sind brutto 32.000 Euro. Da macht es schon einen Unterschied, ob ich jetzt im Monat 20, 40 oder 80 Euro für die Energie ausgebe. Und das sind, muss ich leider sagen, weil ich bin ja selbst einer, der gerne den Experten spielt, aber ich muss leider sagen, wenn man sie ansieht, es ist uns vor einem Jahr noch gesagt worden, Inflation ist kein Problem. Jetzt ist im Euroraum die offizielle Prognose 7,6%, also werden es in Wirklichkeit 8-9% sein. Und jetzt will man das auch noch an Energiepreis zusätzlich künstlich erhöhen. Also das ist für die Arbeiterklasse oder das, was von der Arbeiterklasse noch übrig ist, ist das wirklich eine existenzielle Frage. Und dann denen zu sagen, naja, das ist schon schlimm für euch, aber fühlt ihr euch nicht moralisch besser? Naja, dann würde ich mir wünschen, dass diejenigen, denen das finanziell nicht wehtut, dann vielleicht auch einen größeren Beitrag leisten. Wir haben ja den nächsten Schritt ja schon bald. Im beginnenden Sommer kommt ja dann die CO2-Bepreisung auch noch einmal auf den Treibstoff. Also es wird noch einmal teurer, statt dass es billiger wird. Wir haben jetzt schon Treibstoffpreise, den Liter Diesel um 2 Euro, 2,20 Euro sogar. Wird es dann nicht irgendwann einmal zu einem Aufstand kommen der Bevölkerung, die sagt, das wollen wir einfach nicht mehr mittragen, das ist in keinem Verhältnis mehr, wenn ein Liter Diesel mehr kostet wie ein Liter Orangensaft im Supermarkt? Nee, ich glaube, ein Kollege als Kolumnist beim Express, der Christian Ortner, hat ja kürzlich einen Beitrag geschrieben, wo er gesagt hat, es ist Zeit der Bevölkerung, reinen Wein einzuschenken. Und ich glaube, genau das, was Sie machen das ja auch gerade, es wird auf uns eine Teuerungswelle und ich glaube, eine Wirtschaftskrise zukommen, wie wir sie seit 2008, wenn nicht schlimmer, nicht mehr erlebt haben. Also auch in den USA, Larry Summers, der immerhin in der Obama-Administration war, hat gesagt, also er kann sich nicht vorstellen, dass das nächste Jahr, dass das ohne Rezession an den USA vorbeigehen wird und wenn die amerikanische Wirtschaft abstürzt, dann wird die europäische
da auf dem Fuß erfolgen. Genau, was Sie sagen. Und es wird wieder, und das ist die Last von dieser Rezession wird wieder ungleich verteilt sein. Mhm. Weil diejenigen, die, es ist ähnlich wie bei Corona, wir sind da praktisch im dritten Jahr, wo ökonomische Belastungen, die durch weltpolitische Krisen, egal ob Pandemie oder Ukraine-Krieg, verursacht werden, eigentlich zu Lasten der unteren Einkommensschichten und der Arbeiterklasse ausgetragen werden. Wir sehen das jetzt ja, dann nur noch kurz in einen Satz, weil es ist ja eigentlich unglaublich. Wir haben jetzt die Situation, dass die Laptop-Klasse, also der CFO zum Beispiel, der kann im Forward Homeoffice am Laptop machen mit einem wesentlich höheren Gehalt, aber der Portier oder das Putzpersonal, die müssen natürlich bei hohen Energiepreisen an den Arbeitsplatz pendeln und haben natürlich keine Option zum Homeoffice. Das heißt, die haben höhere Kosten, um überhaupt ihre Arbeit durchführen zu können, bei geringeren Gehältern. Also wir haben da eine soziale Schere, die jetzt immer größer wird. Absolut richtig. Und dann kommt noch dazu, dass wir ja in unserer Bundesregierung in den vergangenen 2 Jahren eine Menge Geld ausgegeben haben. Ich erinnere an den Schlüsselsatz, koste es, was es wolle, 53, 54 Milliarden Euro an Pandemiebekämpfung ausgegeben hat. Das kann man sich ja jetzt für die Bekämpfung einer wirtschaftlich heiklen Situation nicht noch einmal leisten. Irgendwann ist ja Schluss. Richtig, man kann es sich nicht noch einmal leisten. Und man wird sich die Frage stellen müssen, ich würde niemandem etwas unterstellen. Ich glaube, die waren alle sehr bemüht. Also ich glaube, die Intentionen waren gut und rein. Aber die Umsetzung war teilweise einfach katastrophal. Es ist die österreichische, übrigens auch die deutsche, unsere Wirtschaften und unser Verwaltungsapparat sind momentan auf solche Krisen nicht mehr vorbereitet. Das sieht man. Jetzt kann man sagen, wir wursteln einfach so weiter. Österreichisch, es wird schon gut gehen, aber irgendwann bricht das Ganze dann und dann kann es auch zu einer Systemkrise werden. Und man sieht das ja jetzt, und ich habe jetzt, damit will ich diese Bewegung nicht per se kritisieren, aber wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die MFG, das ist, die machen das sehr gut, denen sei noch diese Wahlerfolge vergönnt, aber was das zeigt, ist auch, es ist wirklich das Bedürfnis nach einer neuen politischen Kraft da. Wie gesagt, ob das positiv oder negativ ist, das werden wir in den nächsten Jahren beurteilen können. Aber man sieht, dass ja immer wieder, immer mehr dieser Abzug kommt von den etablierten politischen Kräften, weil ich glaube, bei den Menschen, die Wut und der Frust wirklich schon sehr hoch steht. Und wie Sie erwähnt haben, jetzt werden die Mieten werden ansteigen, die Preise werden höher, praktisch das, was das verfügbare Einkommen wird weniger, die Lebenskosten werden höher. Und wir haben das Problem, ich kann es wirklich nicht genug betonen, dass ich glaube, dass viele der Entscheidungsträger, dass denen nicht bewusst ist, wie eben für den Durchschnittsösterreicher und die Durchschnittsösterreicherin die Lebensumstände sind. Abschließend noch ein Wort dazu, was mich sehr gestört hat. Ein Satz der Energieministerin Leonore Gewessler. Dann soll man auch bitte verzichten, in der Freizeit mit dem Auto rumzufahren. Also wer Kinder hat, der wird sich seinen Teil dabei gedacht haben, wenn man mit den Kindern nicht mehr am Neusiedlersee fahren kann oder mal einen Ausflug in die Wachau machen kann. Also so viel zum sozialen Gedanken der Bundesregierung. Ich bedanke mich fürs Kommen, Herr Dr. Schöllhammer, und ich gebe jetzt zurück in die Regie.